finden wir heraus, welcher Fahrer hier in Shanghai auf das Siegerpodest des Grand Prix von China klettern wird. Der Shanghai International Circuit ist ein Hochgeschwindigkeitskurs mit 16 Kurven. Die langen und ab und zu auch immer enger werdenden Rechtskurven zu Beginn testen die Geduld der Fahrer, während an anderen Stellen der Seitenwind das Können der Piloten absolut an die Grenzen bringt. Es gibt zwei DRS-Zonen zur Unterstützung beim Überholen für Kurve 1 und dann nach der langen Geraden für Kurve 14. Heute steht mir wieder der quirlige Stefan Römer zur Seite und wir haben gerade so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt und haben unter anderem über 2007 geredet. Ein wirklich irres Rennen mit vielen, vielen Überraschungen. Damit rechnen wir eigentlich auch heute wieder und deshalb können wir es überhaupt nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Warum, Stefan, glaubst du denn, dass es auch heute wieder spektakulär wird? Ich würde sagen, ein Grund dafür ist die Strecke selbst. Diese Strecke ist eine ziemliche Belastung für die Bremsen. Du weißt, dass es hinten diese lange Gerade gibt, nach der dich in Kurve 14 eine Spitzkehre erwartet. Und die Kurven 6 und 11 sind auch ziemlich schwierig. Außerdem ist es eine große Herausforderung, hier die Reifenabnutzung der Vorderräder unter Kontrolle zu bekommen. Du musst während des Grand Prix also eine Menge beachten und immer auf Überraschungen gefasst sein. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Richter macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Hamilton, Leclerc, Sebastian Vettel und Magnus, Perez, Verstappen, Gasly und Nico Hülkenberg. Grosjean, Weber, Carlos Sainz Jr. und Norris, Butler, Ricciardo, Lance Stroll und George Russell. Albon und Kimi Räikkönen rundet die Startaufstellung ab. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Jo, dann geht's jetzt gleich los. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Dann auf geht's. So go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. Ich habe aber dritter Sieg vielleicht in Folge heute. Start hinlegen und direkt vorbeigehen können. Mhm.
Genau, ich habe eine Kollision verursacht, ist klar. Dann im zweiten Versuch. Jetzt wieder ran. Ein bisschen Glück. Ausfall. Okay, clear. Hamilton ist. Is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Ah, ja, na klar. Jetzt bisschen bis aus der Kurve rauskommen.
Brakes. We're coming in this lap. Unnötige zumachen. The car behind has started to drop back. There's a gap beginning to form. Ich komme da nicht vorbei, ne? Is in the pits. Exit, exit now. Ja. Dann müssen wir es irgendwie ein bisschen anders machen. Let's get some heat into those tires. Dann müssen wir das irgendwie anders versuchen. Thank you.
Vielleicht reicht es mit den frischen Reifen irgendwie. Die Lücke zu überzufahren, dass ich direkt dran bin. Yes, geklappt. Okay, the gap behind is 4.0 seconds. Hat perfekt geklappt. Ich versuche nicht in eine Runde zu gehen, vielleicht auch wieder auf den Punkt holen. Jawohl. Zweiter Ausfall. So, 600 haben wir. Oh, da steht ein Auto. Mal gucken, was wieder lila wäre. Zweiter Sektor wird. Nö, ist mal nicht.
4 Runden. Sehr gut. Jawohl, jetzt Zeit. Ach, ich habe trotzdem die halten durch. So, vorletzte Runde.
Die letzte Runde. So, letzte Kurve, nochmal die lange Gerade und dann ist es das auch. Und dann ist der Sieg Nummer 3 dabei. Sieg für McLaren. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist es Kimi Räikkönen. Er ist jemand, der einfach nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, trotz seiner sehr guten Leistung auf der Strecke. Kommen wir zu den Konstrukteuren. McLaren verdrängt den bisher Führenden und übernimmt die Kontrolle in der Meisterschaft. Gute Arbeit von Racing Point an diesem Wochenende, das einen weiteren Satz nach vorne macht. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Tja. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Es schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Sie konnten heute die Spitzenpositionen ergattern. War es ein einfacher... Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Tja. Lucas ist in diesem Rennen durch das Feld geflogen. Was ist sein Geheimnis?
Klasse, das war dann alles. Gut. Haben wir das auch? Glückwunsch zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Aber du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Sieht aus, als wäre einer deiner Rivalen auch zu einem historischen Event eingeladen. Das könnte eine gute Chance sein, eure Rivalität für die Presse hochzuspielen und deinen Ruf zu fördern. Nö, machen wir nicht. Gehen wir uns das Rennwochenende und das machen wir nächste Woche.